Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Musicstore TV, und zwar heute mit dem Bernd Wetenkamp über das Thema Audiorechner. Also wir kennen ja alle die üblichen Verdächtigen, aber da gibt es ja noch viel mehr darüber zu erzählen. Warum braucht man einen Audiorechner? Genau. Also was macht die so besonders? Also zum Einstieg muss man vielleicht erwähnen, dass es verschiedene Typen von Audiorechnern gibt. Es gibt diesen klassischen Desktop-PC, wie wir ihn irgendwie schon kennen, weil es der uralt genauso aussieht. Dann gibt es natürlich ein MacBook, ja, und Mac selber. So eine Laptop-Form. Oder eine Laptop-Form oder genau. Als Monitor, wo alles Monitor, schon integriert ist. Auch schon das ganze System mit integriert ist. Ja. Das kennen wir noch aus den 80ern. Da ging es damit los, genau. Ja. Und dann gibt es natürlich auch so eine unglaubliche Wunderkiste. Die sehen wir hier. Da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Das ist unser hauseigener Mini-PC. Den werden wir gleich nochmal erklären. Der heißt Music Store und die Kiste heißt auch Music Store, ja? Genau. Ne? Das ist der Mini-PC und das ist der klassische Desktop-PC, wie wir ihn kennen. Warum brauchen wir so einen und was macht den so außergewöhnlich in der Nutzbarkeit für Audioaufnahmen? Genau. Also wir müssen mal davon ausgehen, dass wenn wir Audioaufnahmen tätigen, ein großes Datenvolumen verbrauchen oder auch benötigen. Ja. Und da ist es halt so, dass ich dann auf jeden Fall einen Arbeitsspeicher brauche. Eine Mindestanforderung jetzt für ein DAW, also eine Digital Audio Workstation. So Software, ne? Wie Software Cubase, wie Cubase, ne? Ableton, Pro Tools. Ne? Indem ich dann diese Audiodaten verarbeite und dann in einzelne Spuren zu legen und dann übereinander zu legen und dann nachher irgendwann zu mischen, um vielleicht einen Song zu bauen. Ja. Dafür brauche ich ordentlich Power. Mhm. Und die Mindestanforderung jetzt für Cubase Elements ist die kleinste Version, die es bei Cubase gibt. Da brauche ich mindestens 4 GB RAM-Speicher. Das ist der Arbeitsspeicher, um die laufenden Prozesse da wirklich aktivieren zu können. Weil wir sonst nur 10 oder 20 Spuren wahrscheinlich verwalten und dann können. Ist und dann die ganzen Sounds und dann bricht's und Effekte bricht es dann ab. Dann bricht es dann ab. Okay. Empfohlen werden da schon 8 GB. Mhm. So, jetzt haben wir beim Audioschnittprogramm, Audioverarbeitungsprogramm wie Cubase Elements beispielsweise, auch natürlich einen gewissen Datenspeicher, den wir benötigen. Ne? Das heißt, um das Programm alleine zu installieren, brauchen wir 25 bis 35 GB. Auf der Festplatte schon. Mhm. So, das heißt, Festplatte ist wünschenswert. Und natürlich, wenn ich Audiodateien aufnehme, die sind sehr groß. Deswegen nehmen wir manchmal von der Standardauflösung, also einer Sample Rate, die man von der CD herkommt, also 44:1 mit einer Auflösung von 16 Bit. Mhm. Das wird irgendwann sehr viel Datenvolumen. Also brauche ich dementsprechend auch eine große Festplatte. Und noch mehr, umso mehr Songs ich natürlich dann. Na klar, und wenn dann noch irgendwie noch Sounds dazukommen, die man als Plugin noch nutzen kann, brauche ich halt auch noch mal mehr. Genau. Was würdest du so empfehlen von vornherein? Also die Mindestanforderung liegt bei 8 GB RAM-Speicher. Ja, und man kann mit 500 MB anfangen. Ein Terabyte wäre schon schöner und die kosten ja heute nicht mehr die Welt. Okay. Ja? Also als Festplatte. Okay. So, wenn wir das jetzt mal nehmen als Grundvoraussetzung, dann können wir mal schauen, was hier unser Audio-PC von 2021, die Desktop-Variante, kann. Dieser PC hat nämlich einen Arbeitsspeicher von 32 GB. Okay, du hast gesagt, wir brauchen eigentlich zwischen 4 und 8. 4 und 8, wir haben 32. Ne, okay. Gerade wenn ich jetzt Mastering, Mixing, Kompressoren, Limiter, Vitalizer, alles da reinpacke, Hall-Effekte, Modulationseffekte. Mhm. Ich habe nicht nur 10 Spuren, sondern ich habe 25 und noch mal 10 Effektspuren obendrauf. Mhm. Dann brauche ich richtig Arbeitsspeicher. Ja. Und das geht sehr schnell. Ja. Und da sind 32 GB. Sind da schon drin? Sind da drin. Mhm. Das ist eine großartige Grundvoraussetzung, um entspannt arbeiten zu können. Wir haben eine SSD-Platte mit einer Größe von 1 Terabyte. Eine SSD-Platte, muss man an dieser Stelle sagen, ist eine Festplatte, die gerade jetzt für das Betriebssystem vorwiegend verwendet wird und fährt sich ultraschnell hoch. Wenn wir, erinnerst dich vielleicht noch in den 90ern, 2000ern, du fährst den Rechner hoch und dann wartest du gedauert, und dann wartest du und nach einer Minute und nach 2 Minuten, irgendwann ist er da. Extrem laut sind diese Festplatten damals auch gewesen, ja? Genau, sehr die laut. Die SSD-Karten sind leiser. Extrem leise und haben die dreifache Haltbarkeit von einer Standardfestplatte. Also müssen dann dementsprechend auch nicht so gekühlt werden? Müssen nicht so gekühlt werden und halten deutlich länger. Wenn so eine Standardfestplatte vielleicht 10 Jahre hält, hält die SSD einfach mal 30 Jahre. Jetzt sprechen wir gerade über das deswegen leise Solid State Disk, ne? Das steht für SSD. Ja, jetzt sprechen wir über das leise Sein. Warum ist das so relevant für einen Audio-PC? Genau, weil der meistens schon in der Regie steht, wo man auch aufzeichnet. Richtig. Wahrscheinlich. Ne? Du hast dann auch in der Regel immer ein Grundrauschen, gerade von den Lüftern. Ja. Und das ist natürlich schon schön, wenn der sehr leise ist, der Lüfter.
Ja, und auch natürlich die Festplatten dementsprechend leise. Sodass, wenn du in einer Aufnahmesituation bist, du hast jetzt den Audiorechner im Raum, in dem du auch aufnimmst. Und ja, wenn du anfängst, hast du das in der Regel so. Ja. Da hast du nicht noch eine extra Studiobox. Ja? Ja. So, und wenn der dann laut rauscht, dann hast du dieses Rauschen natürlich auch auf der Aufnahme. Auf dem Mikrofon rauscht. Genau, bist gerade dabei, eine Gesangsaufnahme, einen Gesangstrack aufzunehmen. Ja. Dann streut das natürlich mit rein. Klar. Das willst du nicht. Klar. Okay, und da haben wir natürlich hier etwas, wo man mitgedacht hat. Das heißt, in das Gehäuse ist geräuscharm, ist also extra nochmal gepolstert. Ja, so dass da wenig. So ein Akustikschaum ist da reingeklebt. Ein Akustikschaum, ja, genau, der dann nochmal absorbiert und das nochmal schön dämpft insgesamt. Ja. Ja. Genau, und. Da steht Be Quiet. Be Quiet, das ist genau der Punkt. Leise sein. Das ist nämlich genau dieser Lüfter, ne, der für die CPU, das ist die Central Processor Unit, das ist das Herzstück eines jeden Rechners, wo die ganzen Prozesse verarbeitet werden. Und der wird natürlich dann über diesen Lüfter gekühlt. Ja? Okay. Und wenn der schön leise ist, ist natürlich eine gute Grundvoraussetzung, damit wir keine Einstreuung in unsere Aufnahmen haben. Okay. Ja? Dann haben wir hier ein Netzteil, gar nicht weiter wichtig. Dann haben wir hier halt eine 3 Terabyte Festplatte und die schon erwähnte 1 Terabyte SSD. Mhm. Und das ist halt das Schöne am Desktop-PC. Mhm. Er ist noch erweiterbar. Ja, das heißt, ich habe noch mehr Steckplätze, wenn ich sage, okay, jetzt ist es aber mal vorbei, meine 3 Terabyte Festplatte ist voll. Ist voll. Ich mache nebenbei auch noch Videoschnitt, ist auch sehr datenintensiv. Genau. Ja. Dann stecke ich mir halt, habe ich noch weitere Steckplätze, um weitere Platten da reinbauen zu können. Quasi Festplattenordner, die man sozusagen nicht nur auf der Festplatte verwaltet, sondern auf unterschiedlichen Festplatten vielleicht dann kodieren kann. Genau, wenn du auch eine abbrauchst, dann hast du vielleicht ein RAID-System. Klar, das so heißt, redundant zu arbeiten. Genau, ne, dass du auf der einen Platte genauso hast, was auf der anderen auch nochmal liegt. Okay. Und wenn dann eine abbraucht, dann hast du immer nochmal safe auf der anderen drauf. Ne? Okay. Also bei professionellen Systemen arbeitet man in der Regel schon so. Ne? Das ist sozusagen unser Music Store-Konzept, was wir hier jetzt gerade zeigen. Was wir genauso anbieten. Mhm. Und genauso ist natürlich auch mit den RAM-Regeln. Also wir haben jetzt hier einen, diesen 32 GB RAM-Riegel da drin. Ja. Kann man hier, der sieht auch wirklich aus wie so ein Riegel. Naja, ist ganz flach. Ja. Ganz flach. Und das ist auch erweiterbar. Und da siehst du, du hast einen Steckplatz, da sind aber noch 3 weitere frei. Ne? Das heißt, wir könnten den schneller machen, wir wenn wir sagen, noch 64 GB, ne? Wir könnten, genau, 128 GB, also wir können den da noch erweitern. Also wenn jemand sagt, ich mache Audioproduktion, jetzt mache ich zu dem Song, den ich gemacht habe, auch noch ein Video und brauche noch mal ein bisschen mehr Schnelligkeit, kriege ich das einfach erweitert dann an der Stelle. Genau so sieht es aus. Das ist dann der Vorteil gegenüber den wahrscheinlich immer so festgefügten diesen Stand-alone, Laptops und Standalone. Ja, genau. Hier ist es modular. Das ist modular und ist immer erweiterbar. Und das ist eigentlich das Schöne an einem klassischen Desktop-PC, ne, wenn wir so wollen. Okay, dann sind wir eigentlich soweit auch mit dem Interieur durch. Jetzt wird es eigentlich spannend, was können wir anschließen? Und da finde ich, ist das Highlight von diesem Rechner sicherlich, nebst natürlich diesen, ich zeig mal, dieser Standard. Die sind immer hinten, ja. Hier, genau, ja, also die Standardanschlüsse, die man eigentlich so kennt, das ist jetzt USB 2. USB 2 ist so typisch für Maus oder für eine Eingabegeräte, Tastatur und so weiter. Ja. Dann haben wir USB 3. USB 3 ist natürlich schon mal ein ganz Ecke schneller. Ne? Das also 3.2 ist also das neue Format. Ne? Da hast du einfach schon eine höhere Datenrate, die du übertragen kannst. Mhm. Na, da würde ich dann natürlich, wenn du ein USB-Audio-Interface hast, das würde ich dann da anschließen, weil das ist schneller als mit einer USB 2-Schnittstelle. Mhm. Aber jetzt kommt das eigentliche Highlight. Natürlich nehmen wir jetzt hier natürlich Netzwerkanschluss, klar, damit du ins Internet gehen kannst. Mhm. Das brauchst du natürlich dann auch. Wir haben hier natürlich HDMI, auch um Monitor und Displayport, ne, um Monitore anschließen zu können. Und nicht nur einen, sondern direkt 2. Mhm. Überhaupt kein Problem. Das Highlight ist wirklich dann der Thunderbolt-Anschluss. Ja, also USB-C. Das heißt, wir haben da eine Geschwindigkeit, jetzt mal im Vergleich zu Standard-USB, 20-fache Geschwindigkeit. Das ist schon toll. Und gerade viele neue, moderne Audio-Interfaces bieten das an. Ja. Universal Audio, jetzt, also ich sag jetzt mal schon im eher professionelleren Bereich, die haben Thunderbolt im Programm. Und Thunderbolt hast du eine Datenübertragungsrate, die so unglaublich schnell ist, dass da nichts hängt, dass auch alles stabil ist, dass auch Audio-Plugins, die du da installierst, wunderbar funktionieren, ohne dass was abstürzt. Mhm. Und da ist Thunderbolt schon toll. Und das haben wir hier direkt mit an Bord. Da wird sozusagen nichts mehr aufgehalten. Es scheint wohl auch ein neuer, sozusagen etablierter Anschluss auch zu sein. Ja? Das ist jetzt nicht nur eine Modephase, dass man mit Thunderbolt arbeitet, sondern das ist gerade so ein bisschen am Puls der Zeit. Das ist so das Schnellste, was gerade geht. Genau. Ja? Ne? Früher war es mal Firewire. Firewire, dann kam USB 3, USB 2, USB 3.
Ne? Und Thunderbolt ist quasi das neue State of the Art der Übertragungsrate. Mhm. Also auch Übertragung 20 Gigabit pro Sekunde. Datensätzen, ja, und genau, so weiter, ja, wird auf einmal schnell gemacht. Genau. Man muss nicht mehr ewig warten, bis, ja, irgendwie ein Programm auch geladen, genau, ist. Ne? Also auch die Kommunikation unter den Geräten, die man sich anschaffen kann, viel, ist dann viel schneller. Viel, viel schneller, genau. Also es ist sehr komfortabel, dann so damit arbeiten zu können. Auf jeden Fall. Noch, ja, als letzten Punkt, was, ja, diesen Audio-PC, Desktop-PC, mhm, angeht, sind hier noch die, ich sag jetzt mal, das Front-Panel und, oder das Top-Panel, wie man auch so schön sagt. Vielleicht sehen wir es nochmal. Ja, wir haben hier ein Card-Reader, also SD-Card-Reader. Also das ist eine schöne Geschichte, wenn ich jetzt im Proberaum mit einem Handheld bin. Ne? Handheld. Und kurzer Mitschnitt gemacht. Live-Mitschnitt, will, ja, den zu Hause weiter an der DAW verarbeiten. Karte aus dem Handheld raus, da rein, zack, bist du drin. Wird sofort, super, erkannt. Ja. Geht sofort weiter. Mhm. Ja. Dann haben wir natürlich auch einen direkten Kopfhörereingang. Klar, das ist jetzt erstmal mit an Bord. Wenn du ein Audio-Interface hast, nutzt du natürlich erstmal primär nicht, das. Ne? Genau, da hat man hier auch noch einen Mikrofoneingang, wenn man möchte. Auch das ist eher, ja, nicht unbedingt notwendig, wenn man... Ach, wenn man live streamen, ne, will und will nicht das System hochfahren, könnte man es eigentlich auch darüber machen. Kann man, ne, direkt damit, genau, wunderbar. Ne? Gar kein Problem. Und auch was schön ist, wenn du mal, ich sag mal, du hast jetzt mal eben eine Festplatte, eine externe, die du mal schnell vorne anschließen musst, genau, und nicht da hinterm Rechner runterkrabbeln. Ist vorne auch. Einfach mal schnell reinplacken, bist du da. Überziehen. Hast du drin. Ja? Super. Super. Und natürlich, das ist jetzt irgendwie noch ein bisschen oldschool, aber jeder möchte doch am Ende des Tages ein Album brennen. Ja? Und natürlich ganz klassisch, auch wie man es noch kennt, haben wir hier einen DVD-CD-Brenner mit inklusive. Okay. Und das entsprechende Treiberprogramm ist natürlich auch mit dabei. Und auch hier sehen wir hier den Schaumstoff, ne? Den Akustikschaum, auch von, exakt, vorne, also, genau, dass wir gar keine Laufwerkgeräusche, ja, wahrnehmen. Genau. Ja. Super. Genauso gewünscht und genauso funktioniert es und ist wirklich hervorragend. Also leise und Zugriff auf alles schnell. Und wenn ich meine CD brennen möchte mit meiner Band, ich habe gerade den neuen Track, bumm, einmal runterbrennen, fertig. Also kurz nochmal, auch da alle Informationen in, genau, der Infobox, ja, wahrscheinlich, ne? Genau. Bei uns auf der Seite sind immer tagesaktuelle Preise auch dann verbrieft und alle Informationen, von denen du gerade gesprochen hast. Exakt. Jetzt kommen wir aber nochmal zu einer kleinen Maus, sozusagen. Ja, ich würde mal sagen, die kleine Zauberkiste. Ne? Oder wie du sagst, Zauberkiste. Ich sage, ja, ich nenne die Zauberkiste, weil ich finde die einfach unglaublich, erstmal was diese Größe angeht. Und da sieht man sofort, das ist ein Schmuckkästchen. Ja. Schmuckkästchen ist einfach ein Mobilitätsvorteil. Mhm. Ne? Das heißt, was da drin steckt, da kommen wir gleich zu. Aber man überlege sich mal, du gehst zum Kumpel, sagst, okay, komm, du singst mir jetzt einen Track ein, ja? Sonst musst du den ganzen PC da mitschleppen. Dann nimmst du einfach, hier hast du schon das Programm, Kiste, du hast alles schon drauf, die Audio-Plugins, alles ist schon hier drauf. Das DAW-System. Das ist ein vollwertiger Rechner. Das ist ein vollwertiger Rechner, über den wir gerade sprechen. Gehst, ja? Du gehst dann einfach damit zu deinem Kumpel, machst die Aufnahme, brauchst eigentlich nur einen Monitor, den er ja schon hat, aber dein System ist hier alles drauf, einfach reinplacken. Maus dran drauf, anschließen. Oder im Proberaum, ne, brauchst du, genau, Maus, Tastatur und los geht's. Audio-Interface ran, fertig. Ganz, also, als würde man hier aus der großen Kiste das Herzstück rausreißen, ja, und sagen, jetzt habe ich hier alles drauf. Und alles in der Westentasche. Und da würde man glauben, ja, wie geht denn sowas? Da kann ja gar nichts können. Mhm. Doch, kann einiges. Der hat 1 Terabyte Festplatte. 1 Terabyte, also genau wie, und zwar SSD. Also genau wie unser Desktop, also, hier auch. Rauscharm, ja, wenig Wärmeentwicklung. Leise, genau. Leise, schnell. Hält 3-mal so lange wie eine Standardfestplatte. Ja. Wir haben hier 32 Gigabyte RAM, genauso wie bei dem. Ja. Und wir haben hier Steckplätze, ähnlich, natürlich weniger, hier haben wir natürlich hier, deutlich, ne, mehr. Aber sagen wir mal von wir, haben hier auch, wir haben hier auch wieder USB, mhm, 3, mhm, wir haben HDMI zum Anschließen für einen Monitor, selbstverständlich Netzwerkanschluss, mhm, Power braucht er halt schon, mhm, und auch hier wieder das große Highlight, Thunderbolt. Das ist echt unglaublich. Ja. Also in der kleinen Kiste alles drin, was alles gerade drin technisch möglich, Wahnsinn, ist. Wahnsinn. Thunderbolt ist hier, mhm, schon inklusive. Und zusätzlich noch ein Cardreader, also auch da wieder. Ne? Also wenn wir da wieder ein Handheld haben, die Situation Proberaum, schnell mal mitschnell reinspielen, ne? Und bis sofort am Start. Ne? Und auch hier haben wir wieder einen Kopfhörerausgang. Ja? Also ich finde eine unglaubliche, wunderbare kleine Zauberkiste. Sieht schick aus. Mobil, kann man überall mitnehmen. Im Preissegment ungefähr wird... Der kleine Mini liegen ungefähr. Der liegt bei knapp etwas über 1000 Euro. Okay. Also präzise Informationen wie immer in der Infobox. Genau. Ja. Aber das ist doch schon mal für so ein Kraftpaket. Wahnsinn. Also ich bin wirklich begeistert von diesem kleinen Böckslein. Und eigentlich ist es auch schon ein bisschen der Hinweis darauf, dass ganz, ganz viele immer mobiler werden. Ja? Genau. Das heißt, man kann ja nicht immer nur sagen, ich bleibe jetzt in meinem Studio kleben und nur hier kann ich abhören, sondern ich nehme irgendwie einen Rechner mit, gehe von A nach B und versuche dann dort vor Ort Aufnahmen zu machen und es gleich zu speichern.
und gleich verwaltungswürdig sozusagen ablegen zu können. Ja? Ja. Und man nimmt eigentlich Studio heutzutage in der Westentasche mit. Ja? Das ist der große Vorteil. Ja? Wenn man sich jetzt noch einübt durchs Abhören über Kopfhörer, kann man überall auf der Welt einen guten Sound hinkriegen. Und das ist die Idee. Ne? Man hat ja oft mal, du bist gerade an einem Ort und im Urlaub vielleicht und hast gerade eine Idee, dann hast du das kleine Gerät dabei, hast du vielleicht einen kleinen Mini-Monitor, ja? Und kannst damit arbeiten. Und kannst mal schnell eben eine Aufnahme reinschieben. Und zwar auf hohem Niveau. Auf hohem Niveau. Und eben nicht erst, ach, ich habe so ein Demo gemacht. Eigentlich war das Feeling ganz cool, aber ich muss es noch mal besser spielen. Mhm. Und man kommt irgendwie nicht mehr an das Feeling ran, weil wir wollen ja eigentlich die Sekunde aufzeichnen, in der es gerade passiert ist. Und dann ist man gleich auf dem höchsten Niveau. Und du hast deine gewohnte Umgebung. Ja, und du bist jetzt nicht im Studio von einem anderen, sondern du brauchst, egal, du kannst auch ins Studio gehen, von irgendjemand, du hast klickst dein das Ding System, rein und hast kennst. Dein System und hast deine Plugins, hast deine DAW und kannst direkt arbeiten. Mhm. Eigentlich überall zu Hause also sein. Also der Mobilitätsvorteil ist schon enorm und so für den Preis, für knapp etwas über 1000 Euro, kann man sich das mal überlegen. Alles klar. Ja, vielen herzlichen Dank. Gerne. Jetzt muss ich sparen, damit ich mir den einen oder anderen auch leisten kann. Ja. Okay. Vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich hoffe, das hat euch auch einiges gebracht, um mal so den Geist für die Audio-PCs zu erweitern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Weitere wie immer in der Infobox oder bei uns auf der Internetseite. Ciao. Alles Gute. Ciao.